So, jetzt müsstet ihr alle bitte einmal nochmal klicken, dass ihr einverstanden seid, dass das Ganze aufgezeichnet wird. Und dann legen wir auch schon los. Wow, volle Hütte. Ich freue mich riesig, dass da so viele neue Gäste auch auf der Leitung sind. Und ja, es geht um ein extrem spannendes Thema. Ich stelle mich selber kurz vor. Mein Name ist Jörg Wittke, bin 60 Jahre jung, alt, wie immer ihr möchtet, lebe seit 14 Jahren in Dubai, bin seit über 30, 35 Jahren im Vertrieb, im Aufbau von großen Vertriebsorganisationen und seit 2014 hauptberuflich im Thema Krypto unterwegs, habe da viele tolle Sachen erlebt, habe auch die eine oder andere Bauchlandung sehen dürfen und deswegen, liebe Leute, heute mit einem extrem spannenden Thema und ich will euch gar nicht auf die Folter spannen. Vielleicht diejenigen, die heute das erste Mal auf der Leitung sind, schickt einfach mal ganz schnell von eurem Handy eine Nachricht an denjenigen, der euch gerade eingeladen hat und sagt, danke, ich bin drauf. Ja, damit sie wissen, dass ihr euch gerade die Präsentation anhört und was ihr dann am Ende macht, das werde ich euch dann später nochmal sagen. Also lasst uns mal in die Bildschirmfreigabe gehen und dann gehen wir auch schon in die Präsentation. Hier meine Co-Moderatorin gibt mir ganz kurz mal ein Handzeichen. Könnt ihr den Bildschirm sehen? Okay, super, danke. Es kommen noch nach wie vor ganz, ganz viele Leute rein. Und ja, herzlich willkommen all diejenigen, die jetzt noch so im Laufe der nächsten paar Minuten zu uns kommen werden. Und ja, also das Projekt, was ich euch heute vorstellen möchte, es ist ziemlich spektakulär, möchte ich jetzt mal sagen. Und ich bin seit 35 Jahren im Vertriebsaufbau, habe extrem viele Projekte mir angesehen, weil wir das auch ganz erfolgreich in der Vergangenheit hinbekommen haben. Und dann kriegt man solche Projekte auf den Tisch. Das Erste, was mich seit vielen Jahren wirklich wieder so richtig fasziniert und umgehauen hat, war, als ich die Chance hatte, mich mit Bish Smear an den Tisch zu setzen, der Gründer dieses gesamten Konzeptes. Und als ich gesehen habe, was für eine irrwitzig große Vision tatsächlich dahinter steckt. Und ich halte mich immer so gerne zurück, wenn ich so sehe, so wow, to change the world. Ja, also ich habe so viele Schwätzer da draußen kennenlernen müssen in der Vergangenheit, die echt megamäßig getrommelt haben wie die Weltmeister. Und dann am Ende kam da meistens heiße Luft. Das, liebe Leute, darf ich euch von vornherein mal sagen, das ist hier tatsächlich anders. Also ganz, ganz substanziell, extremst seriös und ja, langfristig und das mit Innovationen, mit technologischen Innovationen und so weiter, dass damit natürlich das meiste Geld zu verdienen ist. Ich denke, das brauche ich euch nicht zu erzählen, weil wer hätte nicht gerne im Jahre 2010, 11, 12 irgendwo mal Bitcoin für ein paar Cent gekauft, ja, wenn ihr denn gewusst hättet, was passiert. Aber ich will euch ganz zu Beginn, will ich euch einfach mal kurz erklären, um was es heute geht. Ja, und weil ich habe so ein bisschen eine Herausforderung in jeder Präsentation, ein komplexes Thema einfach und simpel zu kommunizieren. Und ich denke, dass das gelingt uns mittlerweile schon ganz gut, dass es wirklich jeder versteht, weil wichtig ist, dass das, was wir machen, wirklich jeder irgendwann früher oder später erfährt und ja, ein Teil dieser unfassbaren Community hier werden kann, wenn er denn möchte. Ich gebe euch ein kleines Beispiel. Das ist so ein Beispiel, wo sich wahrscheinlich die meisten eher mit identifizieren können. Stellt euch mal vor, ihr habt irgendwo 1000 Apple-Aktien liegen. Okay? So, und jetzt kommt Apple hin und sagt, liebe Leute, wir wollen, dass jetzt der Handel mal so ein bisschen runtergefahren wird. Wenn du jetzt deine Apple-Aktien nimmst und du legst die in einen Tresor, ja, und wo nur du den Schlüssel zu hast, und du legst die da rein für die nächsten 367 Tage, dass du sie nicht verkaufen kannst in dieser Zeit. Also 367 Tage legst du diese Apple-Aktien fest. Dann bekommst du von uns, der Firma Apple, jeden Monat 4% an Aktien aus unserem Portfolio obendrauf. Das heißt, in diesem Falle mal, du hast 1000 Aktien da liegen, du bekommst jeden Monat 40 Aktien einfach dafür, dass du deine vorhandenen Aktien nicht verkaufst, dass du sie einfach liegen lässt, abgeschlossen in deinem eigenen Tresor, wo kein Mensch drauf zugreifen kann. Das heißt, deine Liquidität, deine Aktien bleiben in deiner Hand. Und du bekommst jeden Monat, im Grunde bekommst du es täglich, ja, aber auf den Monat gesehen, 4% Aktien dazu. Das heißt, du hast nach einem Jahr 48% mehr Aktien. Das heißt, aus deinen 1000 sind 1400 Aktien
80 Apple-Aktien geworden, nur weil du dich dazu bereit erklärt hast und gesagt hast, ich verkaufe die jetzt nicht für 12 Monate. Das ist das, worüber wir heute sprechen. Und ganz ehrlich, dich interessiert in der Zeit nicht, geht die Apple-Aktie hoch oder runter, weil du verkaufst sie sowieso nicht, weil meistens willst du sowieso einfach mal halten als, ja, als Reserve für später irgendwann. Und du bekommst pro Monat 4%, im Jahr 48% on top auf deine Aktien. Würde da nicht jeder halbwegs intelligente Mitteleuropäer oder sagen wir mal jeder auf der Welt sagen, ja klar, wie geht das? Und das ist das, liebe Leute, worüber wir heute sprechen. Es ist aber viel, viel komplexer und ich möchte es wirklich simpel erklären, ja, dass wir alle merken, dass das wirklich eine unfassbar spannende Mission ist. Das sind übrigens alles echte Bilder, ja, von unserer ersten Launch-Veranstaltung, die in Frankfurt stattgefunden hat. Und ja, Leute, das ist wirklich eine globale Chance, die es wahrscheinlich relativ selten gibt. Aber ganz zum Anfang, für euch, liebe Gäste, die ihr das erste Mal heute hier seid und euch diese Präsentation anhört, es gibt 20 Wow-Token gratis, wenn du dir diese Präsentation von Anfang bis Ende anhörst. Und ich werde so machen, dass das jetzt nicht so ganz langweilig sein wird. Also 20 Wow gratis. Okay, das sind aktuell sind es irgendwie, keine Ahnung, vielleicht 12, 15 Dollar wert. Ich sage euch, im Laufe der nächsten 24 Monate kann das auch gerne mal 200 Dollar sein, vielleicht auch 2.000 und vielleicht auch 20.000 Dollar. Also ich glaube, dass einige Menschen, die extrem viel Ahnung haben, einige Leute, die ganz, ganz am Anfang bei Bitcoin dabei gewesen sind, die sich hier extrem engagieren und die dann sagen, das hier ist Bitcoin 2.0, weil das erste Mal, wo eine Kryptowährung tatsächlich die Verknüpfung mit der Realwelt in absoluter Perfektion hinbekommt. Und das ist das, was mich persönlich so fasziniert hat, weil die meisten, die sich in Krypto auskennen, die wissen, du musst Bitcoin früh kaufen und dann, wenn er oben ist, wieder verkaufen. Das ist das normale Modell, was wir kennen. Heute stellen wir euch ein bisschen was anderes und in meinen Augen auch extrem viel innovativeres vor. Unter wowcurrency.com, macht euch einfach mal einen Screenshot oder macht gerade mal ein Foto hiervon. Wowcurrency.com, ganz, ganz viel zum Hintergrund und thelastnetwork.com. Ganz wichtig, gibt es 3 Mega-Videos, wo ich euch gleich eins von zeigen werde über das Ökosystem, wo ihr alles findet. Die ganzen Präsentationen, alles das, diese Folien, die ich hier verwende und so weiter, findet ihr dort. Also das Unternehmen arbeitet hier mit ganz, ganz offenen Karten. Ihr könnt das selber für euch verwenden. Ihr könnt das euren Freunden zeigen. Das ist ja die Art und Weise, wie wir uns mit diesem Thema beschäftigen, wie wir es auch verbreiten möchten. Auch hier bitte einfach mal kurz einen Screenshot von machen, damit ich jetzt nicht den ganzen Text durchgehen muss. Hier geht es im Grunde darum, dass dieses gesamte Projekt, was wir hier machen, natürlich einen Kopf dahinter hat. Ja, das sind absolute Genies, die was zusammengefummelt haben hier. Aber das ganze System wird innerhalb der nächsten wenigen Wochen komplett dezentralisiert laufen. Das heißt, da ist keiner mehr, der die Finger drauf packt, sondern wie zum Beispiel, wer sich auskennt, ein bisschen Uniswap zum Beispiel, ja, die größte dezentralisierte Börse auf Ethereum, auf der Ethereum-Blockchain, wo wir mitarbeiten, ist nur noch ein Programm. Da ist keine Person mehr. Du kannst keinen anschreiben bei Uniswap, weil es ist einfach ein dezentralisierter, schlauer Kontrakt. Ja? So, und das ist hier genau das Gleiche. Wichtig ist, in unserem System darfst du selber, das steht hier unten dann nochmal, nur ein einziges Konto pro Person haben und Marketingmaterial etc. darf auch nur verwendet werden, das, was offiziell hier auf diesen Seiten, die ich euch eben gezeigt habe, rausgegeben wird. So, das ist die Agenda für heute. Ganz kurz muss man eben aus meiner Borussia-Tasse trinken. Was bedeutet zentralisierte Ausgabe von Geld? Was ist die Alternative? Und was ist für dich dabei drin? Ja, was kannst du machen, ob du jetzt einfach nur als Kunde sagst, Mensch, das Projekt oder das Produkt finde ich toll, oder ob du sagst, jupp, ich erkenne da auch so ein klein bisschen die Möglichkeit, indem ich drüber spreche, da was draus zu machen, zeigen wir euch. So, was bedeutet zentralisierte Ausgabe von Geld? Und im Grunde kann man es relativ schön hier ganz unten auf den Punkt bringen, was dieser
außergewöhnlich sympathische Kollege Meyer Amschel Rothschild im Jahre 1790 bereits von sich gab, wer erinnert sich nicht daran von uns, gebt mir die Kontrolle über die Währung einer Nation und es ist mir gleichgültig, wer die Gesetze macht. Damit bringt er es im Prinzip ja wirklich auf den Punkt. Wer das Geld in der Hand hat, und dazu auch dieses Symbolbild gefällt mir sehr, sehr gut, wer für die Geldausgabe verantwortlich ist, hat die Macht über das gesamte System. Und wer sich ein bisschen damit auskennt und weiß, dass die ganzen Zentralbanken und so weiter in privaten Händen sind, ja, wir reden über Rothschild, Rockefellers und so weiter, dann weiß man, dass auch die Regierungen im Prinzip da unten dranhängen an diesen Fäden. Ja? Und vielleicht noch eine weitere Folie, wo man das schön drauf zeigen kann. Henry Ford, 1921, würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Wenn eine Regierung vom Geld der Banken abhängig ist, dann kontrollieren diese nicht die Führer des Landes die Situation. Also derjenige, der für die zur Verfügungstellung des Geldes verantwortlich ist, hat letztendlich die Kontrolle. Und das wird dem Bürger natürlich verschwiegen, weil es soll ja immer so aussehen, als ob hätten irgendwelche Politiker was zu sagen, etc. pp. Wir alle hören gerade ganz viel von Globalisierung, ja, und wir hören davon von Menschen, die vorhaben, tatsächlich ja, den einzelnen Ländern die Fäden aus der Hand zu nehmen und den Menschen schon mal dreimal. Und dieses New World Order und all diese Geschichten, ich sage euch, ich habe da null Angst vor, weil das Ganze schon komplett gegen die Wand gefahren ist. Es wird nicht so kommen, aber dieses Thema Geld hat natürlich für uns die Tatsache, dass wir kompletten Kontrollverlust haben, dass wir durch diese Globalisation wollen natürlich auch diese Leute, die das gerne verfolgen, diese Agenda, wollen natürlich, dass nur die großen, einige wenige große Unternehmen alles komplett in der Hand haben. Schaut euch Amazon an und so weiter. Während dieser Corona-Pandemie, was da alles, oder Plandemie, wie auch immer man das nennen mag, was da alles passiert ist in der Zeit. Ja, und welche Unternehmen davon partizipiert haben? Ja, die Milliardäre, die bereits vorhanden waren, die haben ihr Vermögen vervielfacht. Amazon, guckt euch das an, Bezos und so weiter. Ja, weil das die kleinen mittelständischen Unternehmen kaputt gemacht werden und alles auf dieses hinauslaufen soll. So, nicht gewählte Amtsträger. Ja? Und was heißt das für uns? Verlust von Erspartem, Freiheitsverlust und natürlich Inflation. Schaut euch das mal an. Wie sind wir abhängig von dem Währungssystem? Was können wir dafür, wenn da Fehler gemacht werden? Was können wir dafür, wenn, was auch immer. Ich will jetzt nicht politisch werden, ist ja auch egal. Ihr wisst alle, was ich meine. Und ich denke, jeder, der so ein klein bisschen das Tagesgeschehen verfolgt, der weiß, dass wir gerade unser Geld quasi wie Butter in der Sonne schmilzt, weil das Thema Inflation ein ganz, ganz großes ist. Und wer nicht früh genug sich um andere Dinge kümmert, der ist der Verlierer in dem Spiel. Es gibt einen ganz bekannten Satz, der da heißt, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen mit der Zeit gehen. Wir wollen sehen, was gibt es für spannende Möglichkeiten? Was gibt es für Alternativen? Also, als erstes müssen wir mal das Problem verstehen. Und die Präsentation soll jetzt nicht so aufgebaut sein, dass ich jetzt stundenlang über Probleme und was auch immer, damit ich euch dann irgendwann sagen kann, also, püff, das ist ja aber das, was wir machen können. Nein, es geht darum, dass wir einfach, ich glaube, es einfach nur mal bewusst werden. Ja, dass uns einfach mal wieder bewusst wird, wir sind einfach komplett versklavt durch dieses Geldsystem, wie es vorhanden ist. Dann geht es darum, eine Lösung zu finden und einen Plan umzusetzen. Und dafür sind wir hier, dafür seid ihr eingeladen, dafür hat der Gastgeber, der euch heute eingeladen hat, hat gesagt, Mensch, komm doch mal auf diese Präsentation von diesem außergewöhnlich sympathischen Menschen, der dir jetzt einfach mal so ein paar Hintergrundinformationen zu dieser wirklich brillanten Idee gibt. Aber ganz ehrlich, wir wollen uns ja auch nicht mit ganz fremden Fehlern schmücken, manchmal schon gerne, aber Benjamin Franklin, wer kennt ihn nicht? Ja, also gut, die wenigsten von uns haben ihn noch persönlich kennengelernt, aber Benjamin Franklins Colonial Script war Geld, das nach Bedürfnissen der Gemeinschaft gedruckt wurde. Und dieses Prinzip, was sie aufgesetzt haben, war so unfassbar erfolgreich,
dass die Times geschrieben hat, sollte diese Idee der Schaffung von Geld aufgrund von Nachfrage weiterhin erlaubt sein, werden die Regierungen der Kolonien all ihre Schulden bezahlen und so wohlhabend sein, wie es noch nie in der Geschichte der Welt möglich war. Und dieser Erfolg von Benjamin Franklins Idee war so gravierend, dass das eine Bedrohung für das bereits existierende System war und die Banken dann das Parlament gezwungen haben, durch ein Währungsgesetz, den Currency Act 1774, zu unterbinden. Und danach Arbeitsplätze fielen weg und große Chaos in den Kolonien, weil das, was Benjamin Franklin da gestartet hatte, im Grunde die Lösung gewesen ist für diese ganze Situation. Aber das nahm natürlich die Macht aus den Händen dieser wenigen Eliten, ja, und hat es auf die Gemeinschaft verteilt. Das wollen die natürlich nicht. Also, 250 Jahre später kopieren wir lediglich die Idee auf der Basis neuer technologischer Innovation. Die Idee, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, allerdings mit drei wichtigen Zusätzen, nämlich die erste, keine einzelne Partei hat die alleinige Kontrolle. Dezentralisierung ist das Zauberwort. Das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Dezentralisiertheit, das sind einfach Programme, die auf Blockchain laufen. Wer da nicht so ganz im Thema ist, macht euch keine Sorgen. Im Laufe der Zeit werdet ihr so ein bisschen da reinwachsen. Aber wichtig ist zu wissen, das sind einfach nur Programme. Da ist keine Person mehr für verantwortlich. Dafür ist Punkt 2, ein Aufhalten bereits technisch so gut wie unmöglich. Und wir sind rechtlich so aufgestellt, dass wir über sogenannte Voucher, digitale Voucher-Währungen sprechen, die es uns ermöglicht, tatsächlich quasi wie so ein Tauschfaktor auf digitaler Ebene anzubieten, der einzigartig, neu und innovativ ist. Und das bei bereits Millionen Menschen weltweit und das komplett transparent auf der Blockchain. So, und da ist das übrigens der Gründer, Bishmir. Und ja, das ist so ein Bild aus unserer Startveranstaltung in Frankfurt. Es war mega zu sehen, wie viele Menschen wirklich mit einer so wahnsinnigen Begeisterung hier angefangen haben, das umzusetzen. Und wir sind ja mitten in dieser Pre-Launch-Phase drin. Wir haben ja offiziell noch gar nicht angefangen. Das heißt, ein solches Projekt zu so einem Zeitpunkt kennenzulernen, Leute, das ist mit Geld nicht zu bezahlen. Ich sage euch das. Und ich habe 35 Jahre Erfahrung in dieser Art Vertriebsaufbau. Das hier wird mein Lebensprojekt. Ja, das ist das Größte, was ich je anfassen durfte. Und wir bauen hier eine Gemeinschaft von Menschen auf, die wirklich der Welt mitteilt, dass es eine gerechtere Methode dieser Geldschöpfung gibt und dass die auch möglich ist. Ja, das ist das, was wir hier wollen. Ich möchte euch aber jetzt, damit ihr das, was danach kommt, besser versteht, möchte ich euch ein kleines Video zeigen, was das Ökosystem, was bereits vorhanden ist, darstellt. Ja? Und dazu gehe ich auf diese Webseite, die ich gerade eben schon mal euch gezeigt habe, nämlich diese, warte, muss ich nochmal zurückgehen, schwupp, diese thelastnetwork.com, muss ich nämlich auf Ton freigeben, muss ich gehen und dann gehen wir hier drauf. So, und dann zeige ich euch mal das erste Video, also hier diese Seite, schaut euch die später ganz in Ruhe an, die gibt es auf Deutsch, die gibt es auf Englisch, auf Spanisch, auf Serbisch, auf Französisch und dann seht ihr hier, das ist das Video, was ich euch jetzt zeige, dann gibt es aber auch ein zweites, sehr interessantes Video zum Liquidity Pool und dann gibt es auch zu der Geschäftsmöglichkeit, zum Karrieresystem noch einen Plan und so weiter und so weiter. Also, aber lasst uns mal gemeinsam bitte kurz über das Ökosystem anschauen, weil das ist tatsächlich extrem spannend für euch zu sehen und hilft euch dann, die weiteren Folien, die ich euch erkläre, dann auch tatsächlich zuzuordnen. Innovationen sind der Ursprung jeder Erfolgsgeschichte. Als Bitcoin im Jahr 2008 das Licht der Welt erblickte, konnte niemand ahnen, was daraus würde. Heute, mehr als ein Jahrzehnt später, wird zwar weltweit über digitale Währungen diskutiert, aber keine einzige davon wird tatsächlich von Millionen Menschen täglich genutzt. Wow hat nun damit begonnen, diese Lücke zu schließen und ist dabei, digitale Vermögenswerte der breiten Masse zugänglich zu machen. Jahrelange Erfahrung und eine völlig neue Denkweise bilden die Grundlage des Wow-Ökosystems.
Es wurde so konzipiert, dass es sich unsichtbar über die Welt verbreitet als Hintergrundwährung innerhalb der Cashback-Programme, die wir bereits kennen, lieben und täglich nutzen. In der ersten Phase werden die bestehenden Treuerabatte von Marketingfirmen, Cashback-Systemen und Treueprogrammen durch Wow-Währungen ersetzt, wodurch alle Teilnehmer dieser Programme enorme Vorteile erhalten. Einzelhändler verschenken derzeit jedes Jahr 2 Billionen Dollar in Form von Rabatten, Gutscheinen und Cashback. Dies ist ein enormer Kostenfaktor für Einzelhändler und Handelsketten auf der ganzen Welt. Durch die Tokenisierung der Rabatte innerhalb dieser Treue- und Cashback-Programme bringt WOW nicht nur Millionen von Kunden auf elegante und nahtlose Weise dazu, digitale Währungen unbewusst täglich zu nutzen, sondern kann auch die Kosten für Prämien und Rabatte für alle teilnehmenden Einzelhändler eliminieren. Sobald Angebote, Punkte und Cashback in Token umgewandelt wurden, werden sie in wie Dollar, wie Euro, wie Indian Rupien, wie dänische Kronen und wie Pfund umgewandelt, die jeweils eine Einheit des digitalen Rabattwertes darstellen. Das bedeutet, dass Sie mit einem wie Dollar zum Beispiel in allen teilnehmenden Geschäften in den USA einen Dollar Rabatt erhalten können. Und mit einem wie Pfund erhalten Sie in allen teilnehmenden Geschäften in England einen Pfund Rabatt. Der Grund dafür ist, dass der Einzelhändler oder das Prämienprogramm ursprünglich den digitalen Rabatt an den Kunden ausgegeben hat und dieser Einzelhändler oder das Prämienprogramm somit verpflichtet ist, den gleichen Wert der von ihm ausgegebenen digitalen Rabatte auch wieder entgegenzunehmen. Diese virtuellen Rabattwährungen sind unabhängig von Kundenbindungsprogrammen und Einzelhändlern, das heißt, die Verbraucher können ihre Prämien weltweit bei Tausenden von Händlern direkt oder gegen bestehende Geschenkgutscheine einlösen. Sollte ein Einzelhändler sein Geschäft aufgeben, wie es leider viele während der Pandemie getan haben, verlieren die Kunden nicht mehr den Wert ihrer gesammelten Punkte und Cashbacks, während die Einzelhändler ihre Bilanzverbindlichkeiten beseitigen können, indem sie sie in ein Blockchain-Netzwerk auslagern. Durch Technologiepartnerschaften erfolgt das Sammeln von Prämien völlig automatisch. Direkte Verbindungen zu den globalen Kartennetzwerken und Acquiring-Banken machen jede Kredit- oder Debitkarte zu einer Reward-Karte. Dies macht Treuekarten und Papiergutscheine überflüssig und ermöglicht es den Teilnehmern eines jeden Kundenbindungsprogramms, bei allen angeschlossenen Einzelhändlern automatisch Geld zu sammeln. Aber das ist noch nicht alles. Wenn mehr und mehr Einzelhändler, Verbraucher und Treueprogramme WOW-Währungen verwenden, passiert etwas Interessantes. WOW-Währungen selbst beginnen einen externen Wert zu erhalten. Wenn Sie sich zum Beispiel bei einer Marktplatz-App anmelden und für nur 100 Dollar 120 Dollar an Rabattgutscheinen für Ihren örtlichen Supermarkt kaufen könnten, würden Sie das tun? Natürlich würden Sie das tun. Sie würden 20-25% bei Ihrem Lebensmitteleinkauf sparen. Und genauso würden Sie, wenn Sie durch Ihre Einkäufe 120 V-Dollar an Gratisgeld gesammelt hätten, aber Ihre Miete bezahlen wollten, 120 V-Dollar für 100 Dollar in einer verbundenen Marktplatz-App verkaufen. Natürlich würden Sie das tun. Glauben Sie, dass Millionen und Abermillionen von Menschen diesen einfachen Mechanismus jeden Tag nutzen werden? Die Verbraucher können ihre wie Dollar, wie Pfund, wie Euros und wie Indian Rupien bereits heute verwenden, um bis zu 100% Rabatt auf über 2,5 Millionen Hotels und jeden Flug weltweit zu erhalten. Sie können auch gegen Geschenkkarten aller großen Marken der Welt eingelöst werden. Die gesamte Infrastruktur ist bereits vorhanden und wird bereits genutzt. Sie ist allerdings für alle völlig unsichtbar. Es ist kein komplizierter Handel oder Verständnis für Kryptowährungen erforderlich. Händler und Verbraucher wissen nicht einmal, dass sie Kryptowährung verwenden. Das Geheimnis von WOW ist, dass es sich um eine Hintergrundwährung handelt. Mit ihrer Hilfe wird sie sich weltweit verbreiten und die erste wirklich brauchbare digitale Währung der Welt werden. Was ist mit Ihnen? Werden Sie sich uns und WOW anschließen, um die Welt zu verändern? So, also, um das mal ganz kurz nochmal auf den Punkt zu bringen. Das, was gerade passiert ist, hier werden gerade die gesamten Cashback-Systeme weltweit werden gerade nur zusammengeschoben und viele wissen das gar nicht, weil das wird über die Publishing-Unternehmen im Hintergrund getan. Und die Kunden können dann einfach mit ihrer einmal registrierten Kreditkarte, gehen die einkaufen und teilnehmende Partner, die Cashbacks anbieten, bekommst du automatisch eine Info auf deine Applikation und sagst, hey, du hast jetzt so und so viel wie Euro bekommen. Und die kannst du dann aber überall verwenden. Das heißt, wenn du heute zu Starbucks gehst und du kriegst da einen Rabatt dann oder einen Voucher, was auch immer, dann kannst du nur bei Starbucks den wieder einlösen. Hier kannst du das aber bei Hotels einlösen, bei Flugreisen, über V-Travel, bei, weiß ich nicht, 30 Millionen Hotels oder wie viel auch, oder 3 Millionen, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall im Grunde bei jedem.
Ja, jede Flugreise kannst du damit buchen und du kannst überall sämtliche Brands etc. kannst du damit verwenden. Im Januar 2023 startet eine riesengroße Werbekampagne des größten Fernsehsenders in Indien, die alleine 200 Millionen Kunden haben. Und die machen mit Celebrities, also mit AAA-Promis, machen sie Werbung für das eigene Reward-Programm und so weiter und so weiter. Also das Ding startet gerade auf der ganzen Welt. Hier werden gerade diese ganzen Möglichkeiten quasi nur zusammengeschoben. Und ja, daraus resultierend dann, jetzt muss ich wieder hier in die Präsentation, genau, daraus resultierend werden gerade wirklich Millionen Kunden zusammengeschoben, die dann diese Möglichkeiten haben, das ganze Ökosystem zu nutzen. Die Frage ist, was spielen wir da für eine Rolle? Also wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Nochmal, es ist alles da. Ja, die sind vernetzt, die arbeiten mit den größten Kreditkartenunternehmen zusammen und die ganzen großen Händler und Gruppen und Handelsketten, die sind alle dabei, weil diese ganzen Handelsketten, die bieten alle irgendwelche Cashback-Systeme und über die Supplier, also die, die das im Hintergrund oder Publisher, die das im Hintergrund alles organisieren, darüber werden diese digitalen Voucher erstellt und dann mit diesen wie Currencies quasi verbunden über diese ganzen Cashback-Apps. Und ja, was passiert, wenn wir es nicht machen würden, nämlich diese Möglichkeit dieser digitalen Währungen zu nutzen? Ich sag mal, wir würden uns wahrscheinlich mit den vorhandenen Geldsystemen weiter immer mehr in dieser vorhandenen Abhängigkeit ja, in auch finanzielle Probleme stürzen lassen. Und hier einfach durch die Masse der Teilnehmer, der teilnehmenden Händler und wie gesagt auch Fernsehsender etc., da stehen viele, auch indische, aber auch viele andere Fernsehsender stehen da in den Startlöchern, die sagen, ja, wir wollen ein Teil dessen sein. Und natürlich dann auch Millionen von Kunden, passiert im Grunde etwas wie so eine eigene Tauschbörse. Ja, weil ein V-Dollar, den ich bekomme von Starbucks, der wird auch von H&M oder von wem auch immer, wer teilnimmt, dann als ein V-Dollar wieder anerkannt. Das ist also quasi wie eine Währung, die ich verwenden kann. Wir sind ein Blockchain-Produkt. Aber das, wo die Leute natürlich dann immer direkt Bauchschmerzen kriegen, ist, oh, Krypto. In Krypto zu investieren ist wirklich sehr riskant. Viele haben wahnsinnig viel Geld damit verdient, weil sie früh genug dabei gewesen sind. Und dann wurde das Ganze interessant. Und je interessanter das wurde, desto mehr Firmen sind dann auf den Markt gekommen, die dann angefangen haben, die Leute abzuzocken. Ja, also da ging es dann immer darum, wir bringen jetzt diese Währung und durch den Aufbau dieser Organisation wird die Währung an mehr Wert gewinnen und so weiter und so weiter. Schauen Sie, das, was wir hier aufbauen durch das Nutzen dieser Währungen, jede Transaktion wird wow verbrannt. Ja, wir wissen den ganzen Mechanismus. Ich will es jetzt wirklich nicht kompliziert machen, aber eins ist sicher, je größer wir werden, desto mehr wird aufgrund eines sich automatisch verkleinernden Angebotes und einer erhöhten Nachfrage muss dieser Wow-Token steigen. Gibt keinen anderen Weg. Ja, weil das ist halt so programmiert. So. Und das ist unabhängig davon, ob jetzt irgendwelche Leute damit spekulieren oder was auch immer. Und das ist halt das, wo die ganzen anderen Projekte drauf aus sind. Kauf heute diesen Token und wir kümmern uns jetzt darum, dass der nach oben geht. Aber warum geht ein Token nach oben? Weil Leute ihn kaufen. Zu einem höheren Preis. Und die probieren den zu verkaufen zu einem höheren Preis. Aber irgendwann ist doch der Preis so überzogen, dass der Letzte quasi, den dann die Hunde beißen. Das ist nichts anderes wie ein Schneeballsystem. Ja? Und da gibt es halt so viele Projekte und da haben so viele Leute Geld verloren. Und natürlich, am Anfang haben sie sich gefreut und dann wieder weg. Börsen, guckt euch die FTX-Börse an, die gerade kaputt gegangen ist. Für Geldwäsche verwendet worden und so weiter. Das heißt, die Leute, die sich bis dato aus Krypto ferngehalten haben, die haben es nicht wirklich falsch gemacht. Ja, also da kann man schon mal sagen, Glückwunsch, weil viele haben echt blöde Erfahrungen damit gemacht. Aber
Die Frage ist dann tatsächlich immer, was ist das eine? Das eine ist pure Spekulation. So, und wenn ich natürlich frühzeitig Bitcoin gekauft habe und ich will es ganz ehrlich sagen, wenn du dir heute VAU-Token kaufst und legst die an die Seite, wartest 10 Jahre, ich würde jetzt mal sagen, von meinem Gefühl her, von dem, was ich weiß, in 10 Jahren muss man dir das Grinsen operativ entfernen. Ist meine Vorstellung, weil ich sehe, was da gerade passiert. Aber wir reden über etwas ganz anderes. Wir reden nicht darüber, was wir auf der linken Seite sehen. Hier, wir kaufen und beten, dass die Kryptos an Wert gewinnen. Weil es hat ja nicht nur Leute gegeben, die haben Bitcoins gekauft bei 3.000 und haben den bei 69.000 verkauft. Nein, es hat auch Leute gegeben, die haben bei 65.000 gekauft und haben den aus lauter Angst dann bei 20.000 wieder verkauft. Die haben jetzt kein so gutes Geschäft gemacht, ja, weil es ging ja immer in diesen Wellenbewegungen. So bewegt sich das nun mal in Krypto. Deswegen gefährliche Märkte. Aber wie würde es denn sein, wenn wir jetzt mal über das sprechen, was ich euch ganz zu Beginn der Präsentation gesagt habe, nämlich, dass man in der Lage wäre, denk mal an diese Apple-Aktie, einfach durch das Bereitstellen von Liquidität zusätzliche Liquidität erwirtschaften würde, egal ob die Kryptos an Wert gewinnen oder verlieren. Denk mal, Apple-Aktie hoch oder runter, egal, du bekommst mehr Aktien. Das ist ein extrem schlauer Weg, der hier zur Verfügung gestellt wird. Warum brauchen wir Liquidität? Stell dir Folgendes vor, wenn du US-Dollar in Euro wechseln möchtest, guck mal hier, dann musst du jemanden finden, der Euro in US-Dollar wechseln will. Und das ist halt nicht ganz so einfach. Und das haben sich Firmen zu eigen gemacht. Das sind Börsen, Banken, ja, die dann gesagt haben, okay, wir haben genügend US-Dollar und Euro auf Lager, damit ihr wechseln könnt. Die sorgen also für die Liquidität. Und Börsen machen Gewinne durch die Bereitstellung von Liquidität. Das ist nichts anderes. Und wir werden quasi hiermit Bank. Ja, ich meine, wir wissen alle, machen Spielcasino auf, die Bank gewinnt immer. Ja, die Bank gewinnt immer. Und wer die Börse gewinnt immer, weil die bekommt immer kleine Gebühren. Nämlich, wenn von Dollar in Euro gewechselt wird, wird Geld verdient hier in der Mitte. Und das hier in der Mitte, das sind wir. Ich zeige euch das gleich. Weil Börsen stellen Liquidität bereit. Sie verrechnen die Gebühren. Es ist weltweit der größte Wirtschaftszweig. Das ist der Forex-Markt mit 6,6 Billionen, ja, am Tag an Umsatz. Das ist schon ein Schluck aus der Pulle. Und was wir machen, ist das hier. Ja, wir stellen quasi die Liquidität zur Verfügung, damit dieses Ökosystem zwischen diesen Voucher-Currencies, diesen digitalen Gutscheinen und dem digitalen Reservetoken, diesem VAU, dass das hin und her getauscht werden kann. Und da gibt es die unterschiedlichsten Paare. Also da gibt es dann VAU-Token gegen V-Dollar, VAU-Token gegen V-Rupi, VAU-Token gegen V-Euro und so weiter und so weiter. Das wird jetzt sukzessive aufgebaut, damit einfach genügend Liquidität vorhanden ist, wenn die Leute ihre digitalen Gutscheine bekommen und dann plötzlich auf V-Travel eine Reise buchen wollen, damit die das auch umtauschen können. Ja, also das ist so ein bisschen das, was wir hier tun. Und das Wichtigste ist, das habe ich jetzt am Anfang ja schon so ein bisschen mit der Apple-Aktie erklärt, wir reden über einen dezentralen Tresor. Uniswap ist die größte dezentralisierte Börse auf Ethereum, auf der Ethereum-Blockchain. Das Ding ist mal richtig sicher. Ja? Dezentralisiert, dein eigener persönlicher Tresor und du nur hast den Schlüssel zu diesem Tresor. Da kommt kein anderer ran. Wie das funktioniert, wird dir erklärt. Kein Stress. Ja? Aber das alles ist, du hast das Geld in deiner Hand. Nur du kannst darauf zugreifen. Das ist auf der Blockchain, ist das gesichert und du hast den Schlüssel dazu. So, du kaufst dir quasi ein paar deiner Wahl und legst die in den Tresor. Jetzt bekommst du von Uniswap, bekommst du für dieses Paar, kriegst du eine Quittung. So, und diese Quittung, die legst du dann fest. Nur du hast den Schlüssel zu deinem Tresor und natürlich sollst du niemandem den Zugang zu diesem Tresor geben. Also, wie geht das mit dieser Liquidität? Du nimmst altes, nämlich das Fiat-Geld, was gerade permanent sukzessive so schnell entwertet wird, wie wir gar nicht gucken können. Ja, nimmst Geld von deiner Bank, von wo auch immer.
tauscht das oder halt Kryptos, wenn du Krypto hast, und tauscht das gegen ein Bau-Währungspaar. Das kaufst du einfach am freien Markt. Das machst du alles unabhängig. Du gibst keinem dein Geld. Du gibst es nicht aus der Hand. Keiner will dein Geld. Wow, keiner nimmt dein Geld. Die bleiben bei dir. Du nimmst aus deinem Geld, kaufst dir quasi dieses Währungspaar und jetzt verwahrst du dein Vermögen im sichersten dezentralen Tresor der Welt und damit verdienst du Transaktionsgebühren. Ja? Dafür bekommst du einen sogenannten LP-Token, ein Liquidity Provider Token. Ja? Niemand hat Zugang zu deinem Geld. Aber die Liquidität liegt quasi auf der Börse zum Kaufen, Verkaufen. So. Und jetzt bekommst du ja diese Quittung. Und jetzt kannst du hingehen und kannst deine LP-Token für 367 Tage, warum 367? Wenn sie länger als einem Jahr gehalten werden, sind sie auch steuerfrei für dich, was du in der Zeit verdient hast. Ja? Und du legst sie in den Smart Contract. Smart Contract ist ein intelligenter Vertrag. Das sind alles nur ein paar Klicks. Ist genau erklärt, wie das geht. Wir zeigen euch das. Ja? Und davon bekommst du diese Vergütung von 4% im Monat. Das sind 48% im Jahr. Und wo kommen die her, diese Boni? Das erkläre ich euch gleich. Die werden nämlich nicht von dem Geld desjenigen genommen, der die festgelegt hat, sondern das wird quasi aus einem separaten Werbebudget, was kreiert worden ist, ausgezahlt. Genauso wie Provisionen. Ja, es wird nichts von deinem Geld weggenommen. Ganz dringend, bitte denk da mal drauf rum. Normalerweise in diesen ganzen Projekten, du gibst 10.000 rein und davon werden erstmal 50% an Provisionen verteilt, wie bei deiner Lebensversicherung. Denk an deine Lebensversicherung. Lebensversicherung kriegst du, wenn du einen Rückkaufwert die ersten 2 Jahre, Rückkaufwert 0. Ja, und den erste, zweite, dritte, fünfte Jahr danach klitzeklein bisschen. Warum? Die müssen erstmal ihre Vertriebskosten reinholen, weil der Versicherungsvertreter hat ja direkt mal eine dicke Abschlussprovision gekriegt und so weiter. So, das heißt, hier wird von deinem Geld nichts genommen. Du gibst es ja nicht aus der Hand. Wie soll also einer Geld von dir verteilen an Provisionen oder so? Nichts. Es bleibt bei dir. Nach 367 Tagen nimmst du deine LP-Token raus. Dann kannst du sagen, okay, das hat mir gefallen. Ich lasse sie weiterarbeiten und verdiene weiter meine Gebühren. Und ich muss dazu sagen, diese 4%, die werden dir im Moment von dem Smart Contract garantiert. Später, wenn das Ganze läuft und größer ist und größer wird, kann das auch sein, dass wir 5, 6 oder 7% damit machen an Liquiditätstransaktionsvolumen. Dann wird der Smart Contract sagen, okay, jetzt gibt es nur noch die real verdienten Gebühren. Aber jetzt ist dir das erstmal für die nächsten 12 Monate garantiert. So, und dann nimmst du deine LP-Token, schickst sie zurück an Uniswap und dann bekommst du deine WAU und V-Dollar zurück, die du dann verwenden kannst. Oder du kannst sie umtauschen wieder in normales Geld, was du möchtest. Oder du legst sie wieder an, was auch immer du möchtest. Ja? Also das liegt komplett in deiner Hand. Wir zeigen dir lediglich, wie du durch das Nutzen dieser Programme für dich einen Vorteil aufholst. Und wie viel möchtest du verdienen? Das liegt natürlich an deinen Möglichkeiten. Ja? Wenn du dir also für 367 Tage stakest, bekommst du 48% Vergütung, heißt 0,13% am Tag, ist dann auf den Monat gerechnet 4%. Das heißt, wenn du 10.000 Dollar jetzt in LP gestaked hast, dann bekommst du 400 V-Dollar pro Monat, heißt im Jahr 4.800. Das heißt, du machst aus 10.000 gestakten, machst du 14.800. Packst du 100.000 da rein, hast du daraus gemacht 148.000. Packst du 250.000 da rein, hast du 370.000 gemacht, weil du da mal eben auf die 250.000, 10% im Monat, 120.000 on top gekriegt hast. Aber der Witz ist, ich bleibe bei der Apple-Aktie, die bleiben ja da. So, jetzt stell dir mal vor, jemand sagt, du hast 10 Bitcoins da rumfliegen und ich gebe dir 4% im Monat. Das heißt, aus 10 Bitcoins machst du mal garantiert innerhalb von 12 Monaten 14,8 Bitcoins. Habt ihr davon schon mal gehört? Ich nicht. Der Witz ist, wo kommt das her? Und das erkläre ich euch jetzt gleich mal, weil das ist wirklich, wirklich spannend, das zu sehen. Denn hier sind wir.
das Produkt als solches, oder eigentlich ist die Frage bei dieser Folie, was für eine Person bist du? Bist du eine Person, die immer gewinnen möchte? Oder bist du eine Person, die nie verlieren möchte? Ist ein Unterschied drin. Der nie verlieren möchte, das ist so dieser Sicherheitsdenker. Der sagt, ja, ich will, aber ich will auf keinen Fall. Wenn du so einer bist, dann ist das hier das Richtige für dich. Ja, dann sei einfach Liquidity Provider und freu dich an diesen täglichen Geschichten, die du siehst und an dem, was dir garantiert ist. Und beobachte, was sich im Laufe der nächsten Monate entwickelt. Das ist das. Bist du jemand, der immer gewinnen will, der sagt, Mensch, komm, ich will jetzt auch die Chance wahrnehmen, die ich hier habe, dann ist dieses Affiliate-System, was dahinter kreiert worden ist, die absolute Revolution. Und Leute, ich sage es euch und ich meine es genauso, wie ich es sage, es hat noch nie ein progressiveres Vertriebsmodell gegeben als das hier. Guckt euch diese Zahlen an. Nehmen wir mal an, das bist du. Ja, das hier bist du und du findest die Lisa. Und die Lisa sagt, okay, danke für den Tipp. Ich nehme jetzt 10.000, ja, pack die in diesen Liquidity Pool und stake den. Und bekomme auf die 10.000 jetzt 400 im Monat. Das heißt, in den nächsten 12 Monaten 4.800. Das ist das, was die Lisa macht. Lisa behält ihre kompletten 10.000 eigenes Geld gestaked. Du bekommst jetzt, weil du das an die Lisa empfohlen hast, 20% Empfehlungsprovision. Aber wo kommen die her? Wo kommen diese 2.000 V-Dollar her? Weil die Lisa hat doch nichts abgegeben. Sie hat doch in ihrem eigenen Tresor, hat sie das doch liegen. Du kannst doch gar nicht drauf zugreifen und die Firma, keiner kann drauf zugreifen. 2.000 Dollar Gegenwert aus einem vorkreierten Werbebudget. Und das erkläre ich immer ganz gerne. Guckt euch an crypto.com. Ihr habt alle die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gesehen. In jedem Stadion, überall die Werbung. crypto.com, crypto.com, crypto.com. Millionen und Abermillionen sind da ausgegeben worden an Werbebudget. So, dieses Werbebudget wird hier verwendet. So, jetzt bekommst du dafür diese vorgefertigten V-Dollar in deine Applikation. Und nicht nächsten Monat oder so, sondern in dem Moment, wo die Lisa stake, patsch, hast du sofort in deiner App diese 2.000 V-Dollar. Die 2.000 V-Dollar kannst du sofort benutzen, um eine Flugreise zu buchen auf V-Travel, sofort um deinen nächsten Urlaub zu buchen, kannst aber auch zu den teilnehmenden Partnern, den Cashback-Partnern gehen, kannst dir davon Fernseher kaufen, was auch immer. Oder du kannst sie umtauschen in reales Geld, was du möchtest. Aber wer will noch reales Geld, wenn du doch in diesem gesamten weltweiten Ökosystem mit den V-Dollern dich ganz normal bewegen kannst? Das ist neu kreiertes Geld. Also nochmal, hier steht's. Vergütungen werden nicht aus den eingenommenen Vermögenswerten oder eingelegten Vermögenswerten ausgezahlt, da keine Vermögenswerte eingenommen werden. Ja? V-Dollar werden auf Nachfrage erzeugt. Okay? So, jetzt stell dir mal vor, die Lisa. Du kennst den Paul gar nicht. Der Paul geht jetzt hin und nimmt 50.000 Paktien. Er bekommt 4% im Monat. 4% im Monat auf seine 50.000. 2.000 Dollar kriegt er im Monat ausgezahlt. Das heißt, aufs Jahr gesehen 24.000. Und keiner geht an seine 50.000. Die liegen in seinem Tresor. Du bekommst 15% da drauf. Das heißt, 15%, 7.500 V-Dollar werden in deiner Applikation bezahlt. Weißt du, wer die 20% bekommt? Die Lisa. Weil die Lisa den Paul geworben hat oder im Prinzip einfach nur ihm davon erzählt hat, hat ihre eigene, ja, Referral-ID dem Paul gegeben. Die braucht er, damit er staken kann. Hat Lisa gesagt, hier, meine Nummer ist die, weiß ich nicht, 2586, was auch immer, oder 5396, egal was. Paul hat gestaked. In dem Moment gehen 20%, 10.000 Dollar in V-Dollar, gehen zu Lisa und 7.500 kommen zu dir, weil du ja die Lisa geworben hast. So, jetzt findet der Paul das auch klasse und der findet den Mark. Mark guckt sich das an beim Paul, 2 Monate, sieht, mein Gott, der kriegt da 2.000 Dollar jeden Monat. Wie genial ist das? Der macht 100.000 dabei.
20% gehen an den Markt. 20.000 Dollar an den Markt. 15%, 15.000 V-Dollar landen in der Applikation von der Lisa. Und bei dir landen 10.000, weil du nämlich in deiner ersten Linie kriegst du 20% auf die, die du selber gebracht hast. Die Linie darunter kriegst du 15% und die Linie darunter 10%. Das Einzige, was du tun musst, damit du auf drei Linien deine Provision kriegst, du musst selber drei Personen empfehlen. Also neben der Lisa noch den Peter und noch die Birgit. Drei Leute persönlich gebracht, bist du für drei Generationen freigeschaltet. Und dieses Geld, nochmal, wird nicht aus dem Geld genommen, was die Leute gestaked haben. Das Ökosystem stabilisiert sich lediglich durch die zur Verfügung gestellte Liquidität und nutzt dieses vorkreierte Werbebudget, um uns zu motivieren, mit Menschen zu sprechen. Und Leute, das ist unfassbar lukrativ. Ich kann euch das gar nicht sagen. Wir haben hier Leute, die im ersten Monat sechsstellig, also über 100.000 V-Dollar verdient haben. Und es geht ja noch weiter. Ja, es werden weitere 37% auf bis zu 20 Ebenen in der Tiefe verprovisioniert. Geht weiter mit 5% in der vierten Ebene und. Ja, ich will da jetzt nicht auf den Karriereplan eingehen. Wichtig ist, dass ihr eins erkennt. Hey, du musst jetzt deine Miete bezahlen. Hey, du brauchst 2.000 Dollar. Mensch, geh doch zu deinem besten Freund oder zu deinem Nachbarn und Arbeitskollegen und sag, guck dir das mal an. Ich empfehle jedem, starte mit mindestens 10.000. Wenn du die Möglichkeiten hast, starte mit 10.000, weil dann bist du QLP, Qualified Liquidity Provider. Ja, hat nochmal einen Vorteil, weil dann kannst du auch, wenn du genügend Frontliner gebracht hast, in der Tiefe bis zu 20 Generationen tief verdienen. Ja, unter 10.000 eigengestaked kannst du nur drei Generationen tief verdienen. Aber nochmal, das Genialste ist, dass hier im Prinzip null Risiko ist. Ja, das einzige Risiko ist die Schwankung im Wert, wie bei der Apple-Aktie. Aber who cares? Ja, du machst die erst zu Geld, wenn der Kurs besser ist als da, wo du eingestiegen bist. Ja, also wenn ich jetzt eine Apple-Aktie habe, steht bei 100 Dollar und ich hebe die jetzt 12 Monate, lege ich die hin, kriege 48% on top und am Ende steht die bei 80 Dollar. Verkaufe ich sie halt nicht bei 80 Dollar, warte nicht, bis sie bei 100 wieder steht oder bei 120. Ja. Oder womöglich, die steht bei 120 Dollar nach den 12 Monaten und du hast 48% on top gemacht. Ja, okay, machst du mal Kasse. Aber entscheidend ist doch, wir brauchen Menschen, die darüber sprechen. Wir brauchen Menschen, die mit uns gemeinsam das Ding verteilen in der Welt. Und wenn du das ein bisschen mit System machst, ich sage dir, das ist die größte Geldmaschine, die du jemals gesehen hast. Und es wird nochmal nicht aus dem Geld deiner Leute bezahlt, die Provision, sondern separat. Das ist neu kreiertes Geld aus dem Ökosystem. Das ist das Spannende. Das ist das, was Benjamin Franklin gemacht hat. Auf Nachfrage das Geld kreiert. Und das hat natürlich eine ganz, ganz andere Relevanz für uns alle. Die V-Dollar kannst du für fast alles verwenden. Die kannst du jetzt schon dann für Flugreisen, für Hotelreisen und natürlich immer mehr bei all diesen vorhandenen Business-Partnern verwenden. Aber du kannst sie auch jederzeit dann zurücktauschen, ja, in Ethereum, in Bitcoin, von da wieder in Dollar oder Euro, was immer du möchtest. So, zusammengefasst, Ausgabe von Geld nach Bedarf hat sich als äußerst erfolgreiches System erwiesen, so sehr, dass damals das Ganze gestoppt wurde. Aber Dezentralisierung ist nicht aufzuhalten, Leute. Sie gibt uns Menschen die Kontrolle zurück. Das Bereitstellen von Liquidität heißt, du verdienst, egal ob Kryptos an Wert gewinnen oder verlieren. Geht die Apple-Aktie hoch, du kriegst deine 4% im Monat auf die Apple-Aktie. Geht die Apple-Aktie runter, du kriegst 4% auf deine Apple-Aktie. Ja, du kriegst ja mehr Aktien. Ja, in diesem Fall Liquidity-Token. So. Das ist die Gelegenheit, auf die du gewartet hast. Und damit kannst du dein Leben verändern in einer Art und Weise, wo du dir keine Vorstellung machst. Ich schwör's dir. Wie wird man Liquidity Provider? Mensch, Leute, diese App, die ist im iOS Store, die ist im Google Play Store. Alleine das ist ein Stempel. Glaub mir, da kommst du nicht so ohne weiteres rein. Ich habe wie viele Firmen kennengelernt, die haben gesagt, oh, wir haben jetzt eine Applikation. Geh auf die Webseite, lad dir die App runter. Gehst auf die Webseite, lädst die App runter, dann fängt dein iPhone an zu piepen. Bitte nicht runterladen.
ist keine genehmigte App und und dann, ja, und du musst dann selber sagen, okay, ja, ich will trotzdem. Hier, die kommen aus dem offiziellen App Store. Also hol dir die Vow Wallet App runter, registriere dich, mach das KYC. KYC heißt Know Your Customer. Da musst du dann ein Bild von dir und Personalausweis oder Reisepass hochladen und eine Utility Bill, also so eine Stromrechnung oder sowas für deine Adresse. Easy gemacht, schnell gemacht, in ein paar Stunden ist das durch. Und dann kannst du täglich deine Belohnungen verdienen. Und jetzt kannst du scannen. Ja, mach dir ein Foto davon oder scann das gerade. Wenn du im iOS Store bist, nimmst du hier diesen QR-Code. Wenn du im Google Play Store bist, nimmst du diesen QR-Code. Zack, lädst runter, fertig, hast du die App schon mal auf deinem Smartphone. Du brauchst für dieses Business nichts anderes als dein Smartphone. Also wenn du alleine Liquidity-Provider bist, nicht, aber auch nicht, wenn du das Business betreiben möchtest, weil das geht über die gleiche App, läuft das alles. So, und wenn du dann sehen möchtest, wie du alles richtig machst, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, mach auch einen Screenshot hiervon, einfach den QR-Code scannen, hast du eine komplette, professionell ausgearbeitete Anleitung von A bis Z, genau wo musst du klicken, um was zu tun, um dann da durchgeführt zu werden. Also es ist wirklich Kinderbaby-Eier leicht, muss einfach mal machen, dann wirst du sehen, wie es funktioniert. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist doch länger geworden, als ich eigentlich vorgehabt habe. Aber Leute, ich meine, ja, es ist nun mal so gravierend, dass du das Gefühl dafür entwickelst, was passiert hier. Weil, ich sage das nochmal, ich bin da sehr zurückhaltend bei diesem Thema, wow, to change the world. Ich habe so viele Dinge gesehen, die die Welt ändern wollten, die alle nicht mehr da sind. Hier, weil ich auch die Leute dahinter kenne und weil wir WeTravel sehen, eines der spektakulärsten Reiseportale etc., weil wir sehen, dass Fernsehsender hier diese ganze bewerben und so weiter. Also ja, dieses Ding ist größer, als wir alle gesehen haben. Und wenn du jetzt die Chance nutzt, als wirklich einer der Ersten, ganz am Anfang bei einer globalen Entwicklung dabei zu sein, dann sage ich dir, du machst etwas richtig. Und ja, für diejenigen, die jetzt vorhin mal diese kurze Nachricht an ihren Gastgeber geschickt haben, danke für die Einladung, ich bin jetzt drauf gewesen. Ihr nehmt jetzt nochmal das Handy zur Hand und dann schreibt ihr da rein, ja, ich will. Wer jetzt aufgrund seiner persönlichen Erfahrung eine negative Assoziation bei dieser Wortwahl hat, ja, ich will, der schreibt dann einfach, bin dabei, ja, oder irgendwie sowas. Also ihr versteht, was ich meine. Ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ja, wir bieten nahezu täglich diese Live-Webinare an. Und ihr könnt natürlich auch mit Aufzeichnungen arbeiten und so weiter. Alles wird euch zur Verfügung gestellt. Eure Aufgabe ist im Grunde nichts weiteres als, macht euren eigenen Pool und dann fangt an, mit Leuten darüber zu sprechen. Und ich sage immer, ihr seid in unserem System nichts anderes als der bestbezahlte Platzanweiser auf diesem Planeten. Weil du sprichst mit Leuten, die du gern hast und sagst, hey, kannst du dir vorstellen, du hättest irgendwo 1000 Apple-Aktien und nur damit du die jetzt für ein Jahr nicht verkaufst, bekommst du 4% mehr Aktien jeden Monat? So ein Modell gibt es und das ist so spektakulär, das möchte ich dir echt gerne mal zeigen. Komm morgen Abend auf diese Präsentation und dann wirst du mehr bekommen. Und zusätzlich 20 Vow-Token. Ich sehe Vow-Token gerne bei $100, ich sehe den auch schon bei $1,000 und 20 davon geschenkt bekommen, ist jetzt auch nicht so schlecht, oder? Also, in diesem Sinne wünsche ich euch sonnige Grüße aus Dubai, einen tollen Tag für euch und dann sehen wir uns morgen, übermorgen, wann auch immer wieder. Ja, alles Gute. Tschüss. So, warte mal, jetzt muss ich hier mal irgendwie aus der Präsentation. So, die stoppen.